Der Countdown zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland läuft. Wem schon jetzt das Fußballfieber zu Kopf steigt, kann sich beim Kauf von Fanartikeln voll ausleben. Essbare Fußballschuhe, Erdnussflips und Fähnchen, Süßigkeiten in Schwarz-Rot-Gold. Dem Fußballkaufrausch sind keine Grenzen gesetzt. Die Nummer 1 im diesjährigen Angebot sind die Nationaltrikots, vor allem die Trikots im modischen Schnitt für Frauen. Der Abteilungsleiter von Galeria Kaufhof in Berlin, Michael Hövelmann, erklärt: Es gibt eine natürlich Damenkollektion, die auch entsprechend auf die weibliche Figur angepasst sind. Also keine Dame muss mehr jetzt in einem Herrentrikot rumlaufen. Und das ist eigentlich so die große Veränderung. Die sind auch teilweise sehr modisch geworden, noch ein bisschen modischer als das eigentliche Herrentrikot. Das heißt mit kleinen Ausschnitten, ein bisschen tailliert, ganz süß gemacht. Auch Hövelmann weiß, spätestens seit der WM 2006 in Deutschland ist das gemeinsame Fußballgucken zum Public Viewing Event geworden. Für viele sind die richtigen Accessoires zudem Ausdruck des festen Glaubens daran, dass die deutsche Mannschaft ihren Weltmeistertitel verteidigen wird. Mein Mann ist Fan von der Mannschaft. Darum, die Schweizer gehen nicht weit im Fußball. Darum hat er die Mannschaft sehr gern. Ich bin für Deutschland. Ja, möchte mir ein T-Shirt besorgen jetzt, weil wir fliegen nach Russland mit meinem Mann und wollen die deutsche Team dort unterstützen. Am 17. Juni in Moskau ist es dann endlich soweit. Dort wird Deutschlands erstes Spiel gegen Mexiko stattfinden.